Willkommen beim Kochen für Zahnlose. Ja, hatte heute Termin wieder beim Arzt. Ich werde das später nochmal im Krankenbericht mitteilen, wie das lang lief. Jedenfalls, weil der Biss rechts doch noch ziemlich locker hing und nie ganz 100% passte, hat er mir wieder zwei Schrauben reingemacht. Und jetzt habe ich zwei Gummis drin. Habe ich aber noch Reservegummis mitgekriegt und das ist so ein Plasteteil, mit dem ich die Gummis raus und reinpullen kann, weil ich darf die beim Essen rausnehmen. Also von daher sollten auf alle Fälle über Nacht dann drinnen lassen und möglichst dann auch so tagsüber. Ja, aber wir sind wieder beim Kochen. Ich mache mir heute Kartoffelsuppe. Also ich mache Kartoffelsuppe. Ich habe hier ein Bund Lauchzwiebeln. Ihr könnt auch eine oder zwei Stangen Porree verwenden. Zwei Zwiebeln habe ich mir klein geschnitten. Zwei Knoblauchzehen. Zwei normal große Möhren. Und hier habe ich ca. 6 Kartoffeln. Ich glaube 6 waren. Die Kartoffeln habe ich klein mit Schale hier reingehauen. Nur bloß kurz abgewaschen. Reicht zu. Ihr könnt die natürlich auch vorher schälen, wenn ihr das lieber habt. Aber geschmacklich macht das eh nichts. Zumal ich die ja dann durch den Pürierer oder den Pürierer nochmal reinstecke. So, und ich habe da schon mal was vorbereitet. Parallel dazu braten wir etwas Speck an. So, wenn der Speck durch ist, kommt er gleich mit in die Suppe. Solange die Suppe noch, solange die Pfanne noch warm ist, können wir gleich noch ein paar Wiener anbraten. So kochen wir gleich ein bisschen Gemüsebrühe mit rein. Und ein Brühwürfel bringt auch noch ein bisschen zusätzlichen Geschmack. Alternativ könnt ihr natürlich auch selbst gekochte Fleischbrühe nehmen. So, eigentlich wollte ich Petersilie nehmen, habe mich jetzt aber im Tiefkühler vergriffen. Ich habe hier noch Kresse. Probieren wir einfach mal, wie das mit Kresse schmeckt. So, jetzt lassen wir es in Ruhe köcheln, bis alles durch ist. 20-25 Minuten später ist das Gemüse alles weich. Ich tue mal jetzt die Kresse gleich mit rein. Ich kaufe mir meistens Petersilie-Schnittlauch und
diverse Kräuter und friere die dann in so kleinen Schälchen mit ein. Da hat man, wenn man was braucht, noch was da. Aber nur wegen der Menge etwas mehr Wasser, weil ich denke, das wird zu dick. So, machen wir noch Pfeffer rein. Genug Würze hat sie gekriegt. Und etwas Paprika. Und eigentlich ist sie fertig jetzt. Ich lasse es gleich noch mal aufkochen. Doch, lecker. Und ich stecke aus. Ich dachte, er ist kaputt. Jetzt machen wir noch die angebratenen Wiener rein. Und das war's.